Hallo und herzlich willkommen zu diesem Path of Exile Gameplay, Let's Play. I don't know, wie ich es nennen soll, aber erstmal wollen wir uns das ein paar Folgen lang angucken. Ich habe auch schon mit einem Marodeur gespielt, das spielt sich ganz flüssig. Jetzt probiere ich allerdings auch mal Ritual aus. Das ist die laufende Liga, die momentan auch recht neu sein soll. Ich bin noch relativ unbedarft, gehe ich an dieses Thema ran. Ich selber habe auch schon ein paar Mal Diablo gespielt, logischerweise. Ich bin mit Diablo groß geworden und jetzt habe ich vorher schon 2, 3, 4, 5 Mal reingeschaut in das Spiel. Möchte jetzt mal wirklich gucken, wie gut sich das spielen lässt. Und wir starten mit dieser Ritualliga. Nach einem kurzen Intro geht's los, also bleibt dran. So, entdeckt urzeitliche Altare und führt gefährliche Rituale durch, um wertvolle Belohnungen zu erhalten, zu erbeuten. Ja, das machen wir. Wie gesagt, auf Standard habe ich schon ein paar Charaktere. Ich kann euch das schon mal zeigen. Ich habe mich damals mal mit einer Waldläuferin ein bisschen durchgeschlagen, habe dann mal eine Hexe erstellt und jetzt einen Marodeur. Mit dem habe ich schon ein paar Stufen gemacht. Ich bin noch nicht im Endgame gewesen. Wir starten einfach mal rein. Ich habe mir für diese Liga, für die Ritualliga, tatsächlich ausgesucht, eine Hexe zu spielen und die nenne ich ganz einfach stumpf Vesa. Ich hoffe, das geht mit dem Namen. Mal gucken. Ja, es gibt bereits einen Charakter mit diesem Namen, verdammt. Vesarios Saya, Vesarios Saya. So, mit der spielen wir einfach mal. Den Namen sollte es nicht geben, das würde mich dann doch arg wundern. Prost erstmal. Kaffee ist auch immer mit dabei. Schön, dass ihr bei diesem Let's Play Gameplay Video mit dabei seid. Scheiße, dann liegt sie, ne? So, flop. Okay, schauen wir mal rein. Tutorials überspringe ich. Ich habe die ja schon mal gemacht. Habe auch einen Zauberstab. Kann mit ihm jetzt hier reden. Der gibt mir. Oh, der beißt ihn in der Tod da. Oh, das ist nicht nett. Geh kaputt, Junge. So, jetzt habe ich einen Feuerball gekriegt. Den packen wir da mal rein und dann gehen wir mal auf den Weg hin zu dem Lager, wo wir ja hinkommen sollen. Ich persönlich muss sagen, am Anfang fand ich das Spiel relativ träge. Als die ersten paar Gehversuche, die ich so gemacht habe, inzwischen muss ich sagen, macht es mit dem Marodeur echt extrem viel Spaß. Ich hoffe, es mit der Hexe genauso. Normalerweise bin ich auch eher mehr derjenige, der draufhaut. Aber diesmal will ich draufhauen lassen, ja. Also ich habe mich auch natürlich ein bisschen im Vorfeld immer geguckt, was für Builds es so gibt, was man alles so machen kann mit verschiedenen Charakterklassen. Welche Möglichkeiten da so... Oh, Unterstützung, das ist gut, dann können wir die gleich damit reintun. Welche Möglichkeiten es gibt in dem Spiel, was man da alles so machen kann. Achso, ich kann auch meinen Feuerball benutzen, das geht ein bisschen schmarter, ne. Ein bisschen Grill, Zombie-Grillfleisch, das geht immer. Und ja... werde da tatsächlich mal hier Untote beschwören wollen, also alles, was man so wieder zum Leben erwecken kann. Ich habe keinen Mana mehr, sagt sie dauernd, ne? Das ist eine ganz schöne Megatante, alter Schwede. Filter habe ich übrigens auch drin, das habe ich mir auch schon installiert. Ich habe mir sagen lassen, dass man das unbedingt irgendwie benötigt für PoE, denn, sonst siehst du den Boden vor lauter Loot nicht mehr, ne? Das ist aber gut, staatlich geprüfter Lootprüfer, das ist immer nicht schlecht. So, ich habe keinen Mana mehr. Sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ich schwadroniere auch erstmal jetzt in der ersten Folge mal ein bisschen darüber, wie mir dazu geht, wenn ich das Spiel hier spiele. Die ersten paar Schritte sind mega ungewohnt gewesen. Das ist eine Felswand übrigens. Wir gehen mal einen anderen Weg. Und mit der Taste. Oh, Hillock. Hillock ist böse. Hillock wütend. Hillock. Ich habe deinen Gameboy nicht mit. Geh weg, Junge. Habt ihr nichts getan? Ja, komm hier, ich bin die Backofenmagierin. Das war leicht daneben. So, ein Zauberstab geht auch immer, ne? Wenn der zuschlägt, Alter, da wächst ihr kein Bein wieder nach. Sie rennt ja auch so halb nackt wie so eine Nymphe rum, ne? Da. Hillock ist ziemlich. Aua, Hillock, lass das. Sei lieb, Hillock. So, 5 muss ich drücken. Aber Hillock brennt auch gerne mal zwischendurch. Der ist bestimmt nur so sauer, weil hier den ganzen Tag irgendwelche Leute kommen. Ja. Geht in die Stadt und nur durch eure Belohnung. Der ist bestimmt so sauer, weil jeden Tag kommt hier so ein scheiß Abenteurer lang und haut ihm auf die Fresse. So, zack, gehen wir nochmal rein. Skull. Ladebildschirm recht kurz. Die Geschichte ist eigentlich auch ganz cool. Aber wie ich finde, bei einem ARPG braucht man da unbedingt eine Geschichte.
Ist immer nett, wenn man das dabei hat, ne? So. Hier sind auch auf jeden Fall noch ein paar andere Spieler mit unterwegs. Jetzt können wir mit euch reden hier, das ist gut. Ich habe gesehen, was ihr da draußen mit Hillock angestellt habt. Hexe, eure schwarze Kunst ist der Grund, warum ihr hier seid, in der Verbannung. Sie ist aber auch vielleicht das Einzige, das euch einen neuen Sonnenaufgang erleben lassen wird. Ich bin Nessa. Wenn du feucht bist, ne? Nessa ist immer etwas feuchter. So, zack. Gegenstände kaufen, verkaufen. Ja, es passt, aber ich kann mir im Moment noch nichts kaufen hier. Viel wichtiger ist, dass ich gleich Fähigkeiten bekomme, denn ohne Fähigkeiten ist natürlich blöd. Einen Skillpunkt habe ich auch schon bekommen. Das hat mich übrigens, Leute, das mit dem Skillen und diese passive Skill-Geschichten oder Zombie erwecken, den wollen wir, glaube ich, haben. Und das andere ist Pesthauch und genau, ich will ja ein paar Zombies erwecken. Ja. Diese ganzen Riesenmöglichkeiten, die es gibt hier in dem Spiel, das ist einfach das, was einen so ein bisschen... Also, den packen wir raus, den packen wir rein. Ich will ja einen Zombie erwecken, ne? Aber warum habe ich das jetzt nicht gekriegt? Zombie erwecken. Beschwört eine aus einem Leichnam, die euch folgt und eure Gegner mit Nahkampf... Genau, okay, ich muss also erst was töten. Kriegen wir hin. Da muss ja einfach nur irgendwas Kleines getötet werden. So, pass auf. Hexe ist komplett auch neu für mich, also habe ich noch nie gespielt hier. Jetzt muss ich die Gezeiteninsel finden. Wir gehen einfach mal einen Schritt weiter, weil der Teleportationspunkt ist ja garantiert schon freigeschaltet. Ach genau, und den Skillpunkt, den müssen wir natürlich auch noch nehmen. Ich werde, und da habe ich mich wie gesagt auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Ihr seht, das haut einen total raus, ne? Du weißt überhaupt gar nicht, wo lang du gehen sollst. Das in der Mitte soll wohl so ein Spezialfall sein, da kriegt man da extra irgendwann mal ein Char freigeschaltet. Was mir aber aufgefallen ist, das ist hier so diese Linien, ne? Die grenzen immer so den Bereich der Klasse ab. Hexe. Hier, was? Templer, ne? Da ist der Templer. Ich glaube, das ist auch der Startpunkt. Und das vom Marodeur. Marodeur ist hier unten, dann geht er da unten runter, da ist schön Gemetze mit Zweihandschwertern und so. Und wir mit der Hexe gehen hier lang. Und dann habe ich mir überlegt, guck mal, wenn du jetzt hier sowieso so Zombies und so ein Zeug beschwören willst, dann macht das mehr Sinn, mehr auf Intelligenz als erhöhten Zauberschaden gehen, weil ich glaube, der Zauberschaden geht nämlich gar nicht auf die Zombies. So, bups. Also die kriegen das nicht, die wollen nur fressen, ne? Die können nicht zaubern, die können ja nicht irgendwie jetzt hier was runter rezitieren, um, ja, die beten Faust nicht runter. So, die brauchen nicht klug sein, die sollen einfach nur machen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Kommt da jetzt ein Zombie? Ja, guck mal, jetzt... Nee, da kam kein Zombie. Was? Nee, warte mal. Aha, da ist ein Zombie. Guck mal, der... Jawoll! Genau so muss das sein. Und ich glaube, kann ich nicht noch mehrere beschwören? Ja, geil. So, dann machen wir mehr kaputt. Und dann beschwören wir mal ein paar mehr Zombies. Denn jetzt brauchen wir nicht mehr so viel machen wie vorher. Ah, nee, ich kann, glaube ich, nur zwei Zombies haben jetzt, ne? Oh, das ist geil, das macht Laune. Da ist eine, ich wollte gerade sagen, da ist eine Hand. Die machen mich kaputt hier. Jetzt habe ich, wie viele Zombies habe ich eigentlich? Das, drei Zombies haben wir da oben. Das sieht man da ganz oben in der Ecke. Oh. Belichtet die Ritualmonster. Hallöchen. Oh oh. Ich bin gespannt, weil ich das erste Mal sterbe, ja. So richtig dick Lebensenergie hat sie ja nun auch wieder nicht. Aber meine Zombies sind schon fleißig da. 163, 170, das ist die Frage, was ist das da? Mana habe ich auf jeden Fall auch nicht so viel. So, das war's schon. Also ich habe fast nichts gemacht, ne? Geil. Das ist ein Spielstil, der gefällt mir. So, Tribut. Ach so, das ist der Tribut, den ich habe. Ich habe aber nicht genügend Tribut. Für gar nichts habe ich irgendwas Tribut. Schließe mehr Rituale in diesem Gebiet ab. Und, ah, geil. Das heißt... Das ist nämlich neu, weil das wohl in dieser Liga so ist. Ritualbelohnung anzeigen, 1 von 2. Und ich kann meine Dinger hier auch aufwerten. Perfekt, den können wir mal weitermachen. So, drei Zombies, ne? Komm, greift an, meine Zombies. Ich muss nur am Leben bleiben. Hört man auch im Laufe der Zeit, wie ihr seht, das klappt wunderbar. Unten, das Gelbe, da ist der Erfahrungspunkte-Balken. Für die, die jetzt noch nicht wissen, was PoE ist. Ich werde auch im Laufe der Zeit immer mal ein bisschen was, so was ich halt schon weiß, mal darüber erzählen, ja. Sowas, ich finde solche Spiele eigentlich immer mega geil, weil dann kannst du halt einfach Brain AFK sein und deine Zombies die Arbeit machen lassen. Guck mal, schon wieder ein Level gekriegt. Geil. So. Eisenbeinschienen. Habe ich eigentlich irgendwas Beutemäßiges? Noch nicht, nee. Das dauert am Anfang. Also das war auch das, was mir immer Schwierigkeiten bereitet hat, als ich das Spiel gespielt habe.
Dass da am Anfang nur so wenig passiert. Ja, wir können hier ein paar Monster kaputt hauen. Ich kann auch ein bisschen Feuerbälle draufschmeißen, wenn ich witzig bin. Oh. So, meine Zombies greift an jetzt. Und die hauen gut rein, ne? Das ist schon geil eigentlich. So. Hubala, das war was anderes. Machen wir das mal weg hier. Ist ja noch nicht so riesengroß. Die Maps werden später erst riesig. Und lassen die Zombies mal die Arbeit machen. Was mir ein bisschen stört, ist, dass ich nicht sehen kann, wie viel Leben die Zombies haben und die da gerade ganz schön blöd gegen die Wand laufen oder gegen den Felsvorsprung. Ist jetzt noch nicht so mega. Schauen wir mal. Oh, jetzt tut's aua. Also 3 ist am Anfang jetzt noch ein bisschen wenig. Da kommt hoffentlich noch viel, viel mehr. Ja genau, jetzt habe ich nämlich zum Beispiel, muss ich mal wieder ein paar Zombies beschwören und wieder sind es 3. Geil. Also sie sind unverwüstlich, die Brüder, ne? Töte die Monster in der Nähe des Ritualkreises. Hey, vielleicht kriege ich gleich sogar noch eine Stufe. Da muss man ein bisschen Auge da oben in der Ecke haben. Bei mir jetzt äußerst blöd, weil ich einen riesen Monitor habe. Oh, das gefällt mir. Das macht richtig Bock, ey. So, und jetzt? Alle tot? 230 Schnubbel-Power haben wir hier gekriegt. Achso, ich muss einfach nur hingehen. Oh, achso, oh oh. Jetzt können wir hier ein bisschen kämpfen. Hallöchen. Keine Ahnung, was ich das erste Mal abnippe, ja? Also, I don't know. Das ist auch cool gemacht, irgendwie. Das schafft. Die Zeit, die rennt auch ganz schön, muss ich ehrlich gestehen. Guck mal, ich stehe hier nur und kommandiere. Kommen sie von nah und fern. Fressen alle anderen, denn das haben die Zombies gern. Komm auch du. Beschwör mich. So, Wasserleiche. Die Standardattacke, die ich jetzt hier mit dem Zauberstab habe, das ist natürlich mau, ne? Da ist jetzt nichts Dickes bei. Da oben sind auch schon wieder welche. Wo ist denn da der Gegner? Da. 3 Zombies haben wir. Wo sind denn hier noch welche? So, da kommen immer mehr, ne? 452. Das ist komplett anders zu dem normalen Spiel. Wenn ich mich da jetzt reinstelle, dann blubbelt das. Ach, kann ich... Ah, weil die da oben so blöd sind, ne? Die krieg ich doch gar nicht weg da. Krieg ich da jetzt was? Jetzt haben wir es, glaube ich. Oder kommt da noch irgendwas runter? Ja. Nee. Hier kommt nichts mehr. Ein Ritualkreis. Übrigens, das haben wir früher auch auf dem Schulhof gemacht. Sowas. Hier sind aber keine Zombies mehr. Buggy? Da hinten leuchtet was. Nee, anklicken kann ich das auch nicht. Hier sind so Blutpuddels. Was macht das mit mir? Ihr seid verlangsamt. Ach, das war's schon hier. Identifikationsrolle nehme ich mit. Gucken wir mal rein. Ja, jetzt schön. Drei Grüne. Grün ist immer blöd. Das bringt mir eigentlich so gut wie nichts. Aber hier plus 11 zur Stärke. Ne? Das ist übrigens das ist eine Pumperin. Geht gerne mal pumpen. Mal ein rostiges Kriegst. Das ist schade. Dass ich jetzt... Na, das ist blöd. Würfeln nur einmal pro Gebiet möglich, brauche ich 600 Tribut. Reflektiert, ja, aber besser als gar nichts zu haben, ne? Also, dann nehme ich lieber den mit hier. Ist zwar Bullshit, aber egal. Komm, wir gehen weiter. Und meine Zombies, die haben schon wieder Langeweile. Muss auch sagen, das sieht eigentlich echt nice aus, ne? So von der Grafik her. Feuerzorn, Hallöchen. Feuerzorn grillt mich da jetzt so ein bisschen. Der hat Lust, ey. Oh, oh, Zombies. Ich muss ja am Leben bleiben hier. Da haben wir wieder 3 Zombies und Feuerzorn hat sich ausgeglüht. Sehr schön. Jetzt sind nur 2 Zombies. Da muss man wirklich ein bisschen im Auge mit drauf haben. Ich glaube, je höher man nachher kommt, umso einfacher wird es dann auch. Wir haben ein Level gekriegt. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich irgendwie eine Teleportationsrolle habe. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur Identifikationsrollen. 4 Stück, ne? Ja, 4 Stück, was da drin? Plus 11 zu Geschick. Ne, das ist auch blödsinnig. Problem ist, ich brauche natürlich hier die Socke, ne? Damit ich mehr Fähigkeiten haben kann. So Skelette beschwören und so ein Zeug wäre auch geil. Meine große Hoffnung ist, dass da ein paar mehr Zombies nachher kommen, weil nur so 3-4 Zombies, das ist natürlich etwas wenig. So, ich verteile auch nochmal Punkte. Guck mal, jetzt haben wir erstmal Ruhe und dann gehen wir mal auf dem Intelligenzpfad entlang. Und da hinten will ich dann auch einmal hin, Punkte anwenden. Jetzt haben wir zumindest schon mal 20 mehr Intelligenz. So, ich muss zur Gezeiteninsel. Quest abgeschlossen, Tribut zollen. Das heißt, ich kann das im Lager, glaube ich, machen, ne?
Tribut zahlen. Nee. Da muss ich hin. Genau, das ist schon richtig hier. Schalalalala. So, gehen wir da ran. Die haben auch nicht so Auto-Attack-mäßig, sind die noch nicht unterwegs. Nur übrig, Gegenstände aufbewahren. Da kann ich meinen Gaben. Hey, Information, was ist das? Tötet Monster während eines Rituals, okay. Ach, ganz oben da hinten in die Ecke. Guck mal, jetzt haben wir schon mal den Wegpunkt freigeschaltet. Perfekt, den brauche ich. Macht es immer. Schaltet immer eure Wegpunkte frei, weil das ist sonst so ätzend, ey. Muss wieder in ein Gebiet zurück oder so und dann kommst du da nicht lang, weil dann du den Wegpunkt nicht hast. Das ist voll blöd. Also das hat mich selbst schon so häufig auch angenervt. Da muss man halt einfach mal durch, ne? Nur mal einen Zombie beschwören hier. So, flop. 2 bis 4 Alter, das spielst du runter, kannst du Sachen für oder reservieren. Je höher die Maps. Ah, das ist cool. Camelfilter hatte da gerade was in den Chat reingeschrieben. Das ist schon mal ganz nice. Und wie gut das geht, ne? Bin ich schon erstaunt. Ich glaube, das rockt nachher richtig, wenn du da so 30 Diener hast oder so. Weil garantiert wird's werden das schon ein paar mehr sein später dann. Und genau, am Anfang hat mich das alles so erschlagen, dieses Spiel, dass ich dem wirklich jetzt schon mehrere Chancen geben musste, um da eben halt auch mal vielleicht ein bisschen reinzufuchsen. Ich könnte, genau, das könnte ich, eigentlich könnte ich auch den Feuerball noch mit dazu nehmen, ne? Das mache ich gleich mal. Das ist ja, so kann man das noch ein bisschen besser machen. Dann ich habe keine Zombies mehr. Das ist ungünstig. Komm, Zombies brauchen wir wieder, deswegen dauert das auch so lange. Die Blauen sind hier etwas aggressiver, da. Komm mal, ein Toter. Ja, das geht jetzt noch sehr lahm. So. Ob die wohl, sie sehen nicht so gesund aus, ne? Sollen wir vielleicht mal mit zum Arzt gehen? So, pass mal auf, dann kann ich den. Erstmal nehmen wir den hier raus. Jetzt fallen die. Achso, die müssen da ein bisschen kämpfen, sonst fallen die auch irgendwie zusammen, ne? Arkane Woge unterstützt die verbrauchte Mana, gewährt einen Stärkungseffekt. Okay, das brauche ich wohl nicht. Den nehmen wir raus, aber den Feuerball will ich mit haben. Zumindest, dass ich einen Feuerball schmeißen kann, während meine Zombies hier gerade noch so ein bisschen am Rumpflezen sind. So. Gehen wir mal hier hinten hoch und den Feuerball setze ich natürlich auch auf die passende Taste. Sonst ist das ein bisschen. Oh ja, jetzt gibt es ein bisschen Geschwindigkeit auch mit. Kostet natürlich Mana das Ganze. Logisch. Na komm. Hochstufen Feuerball Stufe 1. Zombies auch. Zombies, jawohl. Und jetzt müssen wir hier wieder Monster töten, ne? Blaue Monster, grüne Monster, böse Monster. So, wenn man kein Mana mehr hat, dann merkt man das ganz schnell. Es ist so viel los auf dem Bildschirm, das ist total cool. So, Zombies, jetzt macht was hier. Kalle, das sind Kalle, Peter und Hannes. Kalle, Peter und Hannes, die Zombies von Weseraya. So, zack. Boo Improved erreicht als erster Charakter den Tiefenlevel von 10.450. Halleluja. Sachst, um das mal so zu sagen. Das ist bestimmt nicht schlecht. So, guck mal hier. Da sind auch noch ein paar Bombi-Zombies. Jawohl, Level up. Und das. Ah, oh, das ist schon mal wieder cool. Knorriger Ast. Ich weiß jetzt nicht, ob Stäbe unbedingt so für 7 mega gut sind, aber solange da blaue Slots drin sind, ist das doch gut. Weil die Slots, das habe ich auch dann. Das ist eigentlich voll. Wenn man das einmal weiß, dann ist es gut. Dass die Slots dafür da sind, dass wenn man blaue Slots hat, dass das für Intelligenz da ist. Grüne für Geschicklichkeit. Ein Rohrnest. Und die Glyphe, die nehmen wir mit. Stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran. Das war ganz cool. So, meine Zombies sind auch aktiv. Wunderbar. Da, oh, das ist der nächste Kreis. Dann können wir uns vielleicht da sogar den Stab jetzt gleich mal holen. Das muss ich sagen, finde ich im Gegensatz zum Standardspiel auch eigentlich ganz geil, dass du jetzt hier natürlich auch nochmal das eine oder andere noch extra hast mit auf den Karten. Finde ich sehr smart. Eigentlich sogar noch viel geiler als im Standard-Game. Ah, Schlickrücken. Schlickrücken ist böse. Schlickrücken kriegt ihr jetzt auf der Ömmel. Ich krieg auf der Ömmel. So. Wach auf hier. Hexe. Zauber mal ein bisschen da. Hoffentlich droppt er mal was Schmartes da.
Haben wir noch mal einen dritten Zombie mit beschwören? Da brauche ich wieder Mana für, ne? Ja. Schlickrücken ist tot. Ja, der Kriegsball. Oh, das ist sogar so ein Triple-Ding. Identifikationsrolle und Mana-Fläschchen. Das ist gut. Endlich Mana-Fläschchen. Da brauche ich garantiert noch ein paar mehr von. Und, oh, da ist noch irgendwas gedroppt. Ja, machen wir das einmal ganz schnell. Geil. Also mir macht super viel Spaß. Ich hoffe, das merkt man auch. Ich selber habe also solche Spiele, ist ne, jetzt kommt auch wenigstens mal ein bisschen Action auf dem Bildschirm. Solche Spiele sind auch immer mal ganz fetzig, weil du halt einfach, oder die Stärke dabei ist, du kannst deinen Schädel ausschalten. Ne? Wenn du einfach nur mal Langeweile hast und nicht weißt, was du machen sollst und was du kaputt hauen sollst, dann einfach dich selber tothauen lassen. Okay, kommt ihr Zombies. Also das lassen wir nicht auf uns sitzen. Ne? Müssen wir nochmal ran da jetzt. Da war der Schlickrücken. Du bist natürlich sehr, sehr fragil. Als Hexe. Ich gebe mir nochmal ein bisschen so einen Intelligenzpunkt da. Punkte anwenden. Jo. Am Anfang kann man da noch nicht umskillen. Das später hat man noch die Möglichkeit tatsächlich auch... War es das schon? Ne, das war's schon. Ach nein, da sind rote Socke drauf. Da zwei blaue. 5 bis 9. Was habe ich mit dem anderen? Treibholzstauberstab 5 bis 9, aber der ist doch ein bisschen besser. 395? 395, der lohnt sich sogar, den nehmen wir mit. Sehr cool. Was ich ein bisschen tricky finde, ist, dass man diesen ganzen Kram da immer so blöd rausnehmen muss, dann da so reintun kann und hier so und jetzt so und da, zack. Angemessene Vorbereitung, beliebige seltene Waffe abgeschlossen. Sehr cool, das nehmen wir mit. Kann ich immer noch, jetzt muss ich das aber wieder neu einsortieren hier. Das heißt, den Feuerball auf die eine Fläche da drauf legen. Gucken wir mal da, erkundet die Morastebenen. Jetzt muss ich irgendwas töten. Ein Zombie, also müssen immer Zombies haben. Da ist auch das nächste Ei schon, was wir mitnehmen können. Cool. Ohrnest, die nächste Glyphe. Cool. Ich bin ein bisschen schwierig im Level 5 sogar schon. Also die ersten 5 Stufen haben wir dann schon mal hinter uns gebracht. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, wirklich noch mehr solche Viecher beschwören können, weil das ist ja jetzt momentan noch echt mau, ne? Also mit 3 Zombies, ja, aber wir haben auch gerade gesehen, wäre das jetzt Hardcore, dann wären wir direkt tot gewesen. Denn man, gut, dass man nicht alles verliert. Also dann ist nicht gleich komplett vorbei. Oh geil, Wollhandschuhe waren da, glaube ich. Habe ich die jetzt eingesammelt? Rankendiadem, Nadel. Oh, das ist gut, den nehmen wir mit. Guck mal, besser als nichts, ne? 6er Energieschild, Hauptsache mit dabei haben. Wo war jetzt? Ammonitglyphe, Arkane Woge-Unterstützung, das sind die andere Glyphe, Kriegsbeil. Kann ich die eigentlich? Ne, den kann ich da nicht hinpacken. Schade. So. Wir zaubern uns mal hier so durch. Da ist auch das nächste. Rohrnest und Level Up. Sehr geil. Autsch, autsch, autsch. Hauptsache Zombies. Eieieiei. Ich weiß nicht, wie lange ich solche Folgen mache. Ich vermute mal immer mal so eine halbe Stunde. So als Ersteindruck ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Einer der Gründe, warum ich das mitmache... Oh, hier ist der nächste. Cool. Sehr, sehr schön. Den nehmen wir da mal. Warum ich das mitunter auch mache, war... Ich hatte nämlich im Discord gefragt bei uns, ob ihr mal Bock drauf habt. Und ja, das ist mit einer der Gründe, warum. So, einmal rein da. Knüppeln wir die weg hier. Zombie-Action. Gebe ihm Identifikationsrolle. Wenn das nachher alles ein bisschen flüssiger ist, werde ich natürlich auch mal wieder das ein oder andere Thema mit reinnehmen. Jetzt erstmal, um zu gucken, wie das hier alles funktioniert. Mal schauen. Meine Vermutung ist, ich werde gleich einmal abnippeln. Weil dann ja doch, ich habe jetzt 11 Schildpunkte und 122 Leben. Das ist noch nicht so dicke. Und wenn da jetzt gleich noch wieder so ein Elite-Gegner kommt, dann kann das auch schnell nach hinten losgehen. Wir müssen auch gucken, dass ich hier noch Mana habe. 3 Zombies noch aktiv. So. Ist ja schon ein bisschen wehrhaft, die Dame, ne? Wenn wir hier angecharged, ja, da tat's jetzt weh. Ach, das ist schon wieder Schlickrücken, scheiße. So, meine Zombies, macht mal eure Arbeit, bitte. Nicht, dass ich hier wieder abnippel. Den hatten wir nämlich gerade, ja, endlich. Tot ist er. Das mit den, die Effekte, ich glaube, die können hier drin auch mega ätzend werden, oder? Ja, Gallerschlurfer. Da, Zombies. Aber, ach, hier sind auch noch ein paar Gegner. Naja, die greifen immer irgendwie selber an. Das finde ich, wie gesagt, auch noch sehr strange. Fertig. Brustplatte. Oh, geil. Und was da jetzt drin? Das ist immer noch dasselbe wie vorher.
Entrückungsbindung. 308 Tribut, den nehme ich. Plus zu maximal Mana, den finde ich ganz gut. Aber das finde ich super. Muss ich ehrlich gestehen, mega cool. Weil das ist ja natürlich jetzt so ein bisschen hier. Energieschild 4, 2 blaue. Das ist natürlich. Oh, das erleichtert aber den Spielstart ungemein. Der Fäulnistümpel, da wollen wir noch nicht hin. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Was haben wir denn hier? Parteirolle habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Ich muss nämlich eigentlich in die Morastebenen. Vielleicht war das auch richtig. Haben wir nicht. Warte mal. Ja, das ist schön, ne? Ich mache jetzt nichts, meine Zombies erledigen das. I nicht. K. K auch nicht. K ist für Optik. N für jetzt nicht, M für was anderes, H, H für what, noch was anderes, scheiße. da musste hin. So, da soll ich hin. Ich bin schon sogar einen zu weit hier. Ich muss wieder an die Küste, damit ich da hinten hin kann. Okay, wir gehen zurück zur Küste. Erkundet die Morasebene. So, flop. Aber in die Küste und dann, ach genau, meinen Punkt kann ich auch noch verteilen. Gehen wir hier rüber, plus 20% erhöhter Zauberschaden, 5% der Zaubergeschwindigkeit und 20% der Intelligenz. Punkte anwenden. Den nehmen wir natürlich mit. Easy. Aber ich glaube, kann ich nicht auch eine Quest abgeben? Ich will mal gucken. Vielleicht können wir uns jetzt schon was kaufen, wenn ich die alten Sachen verscherbel, damit ich ein bisschen was bekomme. Ne? Vielleicht bessere Rüstung, weil das ist ja A und O. So, säubert den Fäulnistümpel. Ja, das passt dann auch. Gegenstände verkaufen erstmal. Aber nee, ich gehe mal zu ihr. Die Hexe, die hat immer Nessa. Hello. Nessa hat immer was. Und vorher verkaufen wir mal hier den ganzen Plunder. Das brauche ich wohl nicht. Das ist so ein Morse-Pieker. Den brauche ich auch nicht. Die Brustplatte erfordert 25 Stärke. Die Frage ist ja, wenn das unidentifiziert ist. Und wenn ich das. Nee, das bringt jetzt auch nicht wirklich viel mehr, ne? Ne. Der kann auch weg. Der Stab kann weg. Die Handschuhe können weg. Und schon haben wir wieder ein leeres Inventar hier. 2. Das ist jetzt Feuerball, Magmakugel, Frostpuls, Blitzranken, Funken, ätherische Zombie erwecken. Habe ich ja schon, ne? Frostkugel, Pesthauch, reinigende Flamme, arkane Woge, Gewittersturmmine und kinetisches Geschoss. Ich will das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ne? Aber wenn das funktioniert, ist das ja mega geil. Dann habe ich 2 Zombies und dann kann ich mehr Zombies erwecken. Tja, der Hieb von Zombies hat einen, ich mach das jetzt einfach mal. So, pass mal auf. Genau, und das eine habe ich auf der linken, der rechten Maustaste und das andere habe ich auf Q. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob ich da mehr als eine 3er Zombie-Horde beschwören kann. Wir gucken uns das einfach mal an. Wichpunkt. Da betrete die Küste und dann knüppeln wir jetzt was auseinander, damit wir denn da einmal mal reinhauen können. Guck mal, hier unten, da hätten wir einfach lang gehen sollen, ja? Prost. Skull. Lücke zeigt den Insel. Ich habe keine Leichname, deswegen kann ich da nichts beschwören hier. So. Ne, es gehen immer nur 3. Ach, das ist ja Axt. Ich dachte, da geht noch mehr. Schade. Okay, gut zu wissen. So lernt man auch aus. Das ist doof. Mist. Da muss ich mir natürlich noch irgendwie was anderes einfallen lassen hier. Mit mehr Zaubersprüchen oder so. Ah, schade, 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 schade. Ich finde das gut. Also unbenutzte Plätze kann man natürlich auch leveln, nutzen, um diese Glyphen zu leveln. Ne? Das gibt's ja auch. Die kannst du ja leveln. Finde ich ganz cool eigentlich. Wird halt immer ein bisschen stärker, ne? Bessere Zombies sind immer gut. Aber die laufen noch ganz frisch, kadaverig durch die Gegend. Deswegen kann man das halt auch so noch mitnehmen. So. Gut, ich könnte sie so ein bisschen auch auseinander packen. Der eine hat nämlich schon ein bisschen Damage da bekommen. Oh ja, Seuchenmaske und Stiefel. Kleines Lebensfläschchen. Bring mir die Medizintruhe zu Nessa. Das war's schon, ne? Schauen wir mal, das ist die Medizintruhe. Kettenstiefel, nicht identifiziert. Feuerwiderstand, na, besser als nix. Und da bin ich mal drauf gespannt hier. Ehrenstern, maximales Leben. Und der Dornenkranz, der ist aber. Dann machen wir es lieber so, dann habe ich mehr Life. Schade, aber, nee, sie sind nicht verbunden, ne? Die sind aber verbunden. Zombie erwecken.
Und kann keine Totemfallen oder Minenfähigkeiten unterstützen. Die Frage ist ja, wirkt das damit, ne? Das werden wir gleich sehen hier. Die Zombies, ja, da steht N. Wenn ich jetzt Q-N-Zombies beschwöre. So, der müsste ja stärker sein. Die müssten stärker sein jetzt, die Zombies. Sonst würde kein N stehen. Nova oder sowas wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal. Geh mal ran da, meine Zombies. Es wäre natürlich geil, wenn die jetzt ein bisschen stärker sind dafür. Könnte ich nämlich auch was anderes auf eine andere Taste legen, also auf die rechte Maustaste. Vielleicht Blitzschlag oder sowas. So, guck mal, da knüppeln wir uns durch. Wir haben auch gleich schon fast wieder ein Level, aber man merkt, das geht jetzt ein bisschen weniger schnell. Da gehen wir einmal da lang. Volle Eier reist zu den Morastebenen und Gnadenmission reist nach Löwenauges Wacht. Ja gut, da können wir hier weggehen im Grunde genommen, weil die Gegner sind natürlich jetzt nicht mehr stark. Ne? Schon geil. Schon echt cool. Pass mal auf, wir gehen einmal darüber, dass wir in die Dings reinkommen. Ich finde bei solchen Games, ich weiß auch nicht, wieso das so ist, ja. Das ist so einfach mega entspannend. Du kannst da das zocken und einfach nur Schädel ausmachen. Ne? Schädel ausmachen, zocken, muss sein. Wie das auf den höheren Stufen ist, weiß ich in PoE noch nicht. In Diablo fand ich das immer sehr, sehr spannend, wenn man da mal eben schnell so ein paar Rifts gemacht hat. Das persönlich finde ich eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Ich nehme nochmal so ein Mana-Fläschchen. Können wir gleich da. Ja, Mana-Fläschchen ist gut. Dann können wir den da gleich dahin packen. Oh ja, und da kriege ich auch noch was. Elementarübertragung, Zauberkaskade. Konzentriertes Kanalisieren. Schätze euch vor Schaden. Phantasma. Oh, Phantasma beschwören. Die Gegner beschwören können bei Tötung eines Gegners eine einzige Fertigkeit, eine Kreatur, eine Chance. Phantasma. Oh, das klingt aber auch sehr nett. Dann nehme ich mal das. Das ist das Schöne. Jetzt habe ich nämlich so ein bisschen. Das ist eine Unterstützungsfähigkeit, ne? Deswegen muss die dann da raus. Und die dann da rein. Jetzt steht da G steht da. Und gut, den kann ich, brauche ich jetzt nirgendwo reinsetzen, außer zum Feuerball, aber mein Zauberstab bringt das nicht. Nee, nehme ich den da raus. Ich wollte ja sowieso noch mir irgendwas mit Blitzschlag holen. Die kommen nicht weg, ne? Die bewahren wir auf jeden Fall irgendwie auf. Da kann man das immer mal gebrauchen. Funken, Blitzranken, Zauber, Wirkungsbereich, Blitz kanalisieren. Elektrische Impulse, die Blitzschaden in einem halbkreisförmigen Bereich vor euch verursachen. Frostpuls, Magma, Kugelblitz. Ich finde Blitze mega geil. So, dann nehmen wir einmal Blitze. Und da ist der Feuerball und das sind die Zombies mit dem G. Perfekt. Ja, ich hoffe, dir hat der erste Eindruck von mir hier in PoE gefallen. Mir macht es super viel Spaß, das Spiel. Und ich glaube, wir machen auch mit der nächsten Folge dann in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Sicherlich werde ich das Ganze auch mal live auf YouTube spielen. Weil ich habe mir nämlich überlegt, nochmal eine zweite Komponente mit reinzunehmen in meinen Content, den ich so mache, weil Twitch ist blockiert für World of Warcraft. Da gibt es auch WoW Only. Aber hier auf YouTube hat man ja immer die Möglichkeit, da ein bisschen reinzusteigern. Also, ich freue mich auf dein Zuschauen in der nächsten Folge. Visarius meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.